Ich grüße euch alle herzlich zurück hier bei Fallout 3. Wir machen weiter, nachdem wir im letzten Video im Kapitol waren. Ich kann es immer noch nicht fassen. Das war ein so, ja, schon beinahe wirklich ergreifender Moment, weil ich wirklich gedacht hatte, man kommt da nicht rein. Mann, oh Mann, oh Mann, das ist mir beinahe peinlich. Aber ich dachte wirklich, es gäbe keinen Weg in das Kapitol. Mann, blöder Supermutant. Und natürlich auch noch direkt ein Söldner der Talon Company, als wäre ein Supermutant nicht schlimm genug. So, meine Güte. Also wie gesagt im letzten Video, es tut mir leid, wenn ich da ein bisschen durch den Wind war, aber das hat mich wirklich ein bisschen aus der Fassung gebracht, dass wir da jetzt tatsächlich einen Weg gefunden haben in das Kapitol, wie gesagt. Ich habe da nicht mit gerechnet. Das hat mich echt total aus der Bahn geworfen. Und ich bin immer noch ein bisschen fasziniert davon, weil ich da echt nicht mit gerechnet habe. Naja, gut. Wir sehen zu, dass wir auf jeden Fall jetzt in Richtung Rileys Ranger marschieren. Laufen, gehen, wie auch immer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und die Sonne wird im Norden aufgehen. Nein, im Nordwesten. 44 Tage und 67 Nächte lang. Und wir werden es nie merken. Bitte was? Also das denn jetzt? Das war mir neu. Eine Radio, eine Lautsprecherdurchsage. Wo kam die denn her? Ein großer Spalt wird sich in der Erde auftun und die Ungläubigen verschlingen. Sie sollen weinen, weinen, weinen. Tränen und Salz und Erde und Staub. Wo kommt das her? Wo kommt das her? Fragezeichen. Wo kommt das her, frage ich mich. Das darf doch nicht wahr sein. Ein großer Spalt wird sich in der Erde auftun und die Ungläubigen verschlingen. Sie sollen weinen, weinen, weinen. Tränen und Salz und Erde und Staub. Da vorne sind Supermutanten. Die uns auch noch entdeckt haben. Wow, was war das denn? Ein Raketenwerfer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Uns ging es auch schon mal besser. Hilfsmittel, Lügen wie im Kongress, aufbereitetes Wasser, Blutpaket, Nuka-Cola. Mann, oh Mann, oh Mann. Sharon ging's auch schon mal besser, muss ich sagen. Also, es ist gerade nicht ohne, was hier abgeht. Oder was hier los ist, was hier abgeht. So redet man nicht, um Gottes Willen. Waffen. Raketenwerfer, Raketenwerfer. Das darf ja echt nicht wahr sein. So. Wo kommt denn jetzt bitte diese Stimme her? Das wissen wir immer noch nicht. Und warum zum Teufel sind wir jetzt wieder so weit weg von Rileys Ranger? Es ist einfach immer zu viel hier in Fallout, was man entdecken kann. Wie konnte ich die See damals nicht richtig erkunden, frage ich mich. Okay, wo muss ich hin? Ich bin genau falsch gelaufen, aber die Stimme kam doch von hier, oder nicht? Zumindest höre ich sie gerade nicht mehr, was mich eher vom Gegenteil überzeugt. Und das Kapitol. Wahnsinn. Also wie gesagt, das war für mich gerade ein sehr, sehr emotionaler Moment schon beinahe.
Hallo? Hallo? Bringen Sie ihn zum Schweigen, bitte. Bringen Sie ihn einfach zum Schweigen. Hä? Warum gehen Sie nicht einfach hin, um zu hören, was er da zu brüllen hat? Gemeint ist natürlich diese seltsame Stimme. Nein, kommt nicht in Frage. Er wird die Bomben auslösen, wenn ich in seine Nähe komme. Ach was, er wird schon vernünftig sein. Sprechen Sie mal mit ihm. Schön. Sie machen einen recht klugen Eindruck. Also werde ich's versuchen, wenn Sie meinen. Na gut. Also schön. Ich habe keine Ahnung, was gemeint ist. Wir folgen ihm mal. Okay. Was zum Teufel? Wer denn? Ich verstehe nur Bahnhof. Wer hat denn hier jetzt die Bomben gezündet? Tut mir leid, Leute. Der Mann ist jetzt tot. Ich kann jetzt auch nicht mehr laden, weil ich da gespeichert habe. Aber wer denn? Hier geht's zu Riley's Ranger. Hä? Das wäre aber jetzt mein Rätsel. Ein bisschen unheimlich ist es auch noch. Übrigens auch sehr schön hier überall dieses Symbol, der Ranger. Unheimlich, unheimlich, unheimlich. Ja, ich glaube, wir haben Riley's Ranger gefunden. Ranger-Gelände. Ist vielleicht nicht gerade das heimlichste Riley's Ranger, aber es sieht, naja, nicht gerade schön aus. Aber es ist abgesichert. Sehr schwer, wir kennen ja das Kennwort, glaube ich. Genau, nur für Riley's Ranger. Jeder, der das liest, sollte seinen Arsch schleunigst hier rausbewegen. Wir dürfen rein, das heißt, wir gehen auch rein. Three Dog. Entschuldigung, aber wir müssen das Radio ganz schnell deaktivieren. Okay, hier haben wir einen Schlafraum. Das wäre alles Diebstahl, glaube ich. Scheinbar nicht. Kronkorkmunition. Lebensmittel. Stimpak, Medex, Stimpak. Blutpaket, Stimpak und so weiter. 10mm Munition. 556er, Redaway, Redex. 44er Magnum. Munition, Splittergranate. Die hat ja gesagt, wir dürfen uns bedienen. Dann machen wir das auch. Ah, hallo Donovan. Sie haben echt einen Plan. Schon mal daran gedacht, sich den Rangers anzuschließen? Wette, Riley hätte sie gerne im Team. Schicke Rüstung übrigens. Ja, auf Wiedersehen. Auf geht's. Ja, wir haben den ja so ziemlich das Leben gerettet. Ich denke mal, das können wir durchaus von uns behaupten. Alles klar. Oh Gott, ich höre ein Radio. Ich weiß nicht, wo es ist. 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 Wo ist das Radio? Radio. Oh, 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 oh. Da, 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 da. Ich habe keine Ahnung. Das darf ja nicht wahr sein. Da ist ja. Ja, Leute, ihr dürft es gar nicht hören. Nein. So. Wie gesagt, das ist alles nur eine reine Vorkehrungsmaßnahme, weil ich ein bisschen Angst vor den Folgen von Content-Treffern habe. Ja, hallo Butcher. Willkommen zurück. Es ist großartig, Sie wiederzusehen. Ja, erzählen Sie mir von den Rangern. Wir sind Söldner. Aber anstatt zu jagen und zu zerstören, kartografieren wir die Ruinen und verkaufen die Karten an den Höchstbietenden. Lohnt sich. Wir waren anfangs fünf, bis wir Theo verloren haben.
Ah, okay. Sie stellen also Karten her von den Ruinen von DC. Ah ja. Passen Sie auf sich auf. Ich möchte keinen weiteren Mann verlieren. Das mal meine Sorge sein. Hier haben wir also gar nicht. Das ist nur sozusagen die Zentrale. Da hat sich hier das Radio versteckt. Ich und Eugene freuen uns, Sie zu sehen. Das ist eine tolle Nachricht. Wo ist denn... Ah, Riley, hallo. Sie sehen aus wie jemand, der durch die Hölle spaziert ist. Das bin ich auch. Ja, aber es war alles an einem Tag zu schaffen. Das stimmt sogar. Sie sind aber ganz schön eingebildet, was? Das gefällt mir. Ich würde zwar gern Ihre Geschichte hören, aber können Sie mich bitte erst darüber informieren, wie es meinen Männern geht? Jo, es ist sehr gut gelaufen, wie man sehen kann. Wir haben niemanden verloren. Ihre Fähigkeiten beeindrucken mich sehr. Ich glaube nicht, dass ich in den Ruinen jemals jemandem wie Ihnen begegnet bin. Schätze, ich bin Ihnen was schuldig. Ich habe vor, Sie in Naturalien zu bezahlen. Sie sind sicher mehr an Ihrer Belohnung als an meinem Geschwafel interessiert. Also verschwenden wir keine Zeit. Nein, bitte fahren Sie fort. Ihre Männer sind wichtiger als meine Belohnung. Ihr wisst ja, guter Samariter. Die Sache ist doch jetzt nicht mehr rein geschäftlich, was? Werden Sie mir jetzt bloß nicht weich? Ich hab's schon mal gesagt und ich sage es nochmal. Vielen Dank. Ohne meine Männer wäre ich ziemlich verloren. Also, was darf's als Lohn sein? Die Ranger-Kampfausrüstung oder eine von Briggs Miniguns? Wir nehmen natürlich die Rüstung, weil ich meine, besser geht's da nicht als eine Rüstung, die wirklich so aussieht mit dem Symbol und sowas. Ich finde das so genial, also nehmen wir die Rüstung. Sie wollen also die Rüstung. Tragen Sie sie mit Stolz, so wie wir. Betrachten Sie diesen Ort als Ihr zweites Zuhause. Sollten Sie je wieder hier in der Gegend sein, können Sie jederzeit hier Schutz suchen. Ich schätze, das war's dann. Wir sehen uns. Ranger Kampfrüstung hinzugefügt. Karma gewonnen und die Aufgabe erfüllt. Was hat sich so getan, seitdem Sie wieder zurück sind? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich für meinen Job überhaupt noch geeignet bin. Fast hätte ich alle meine Leute am Vernon Square in den Tod gejagt. Was für eine Anführerin tut sowas? Eine falsche Entscheidung nach der anderen. Naja, wir machen alle Fehler, Riley, aber... Sie sind keine Wahrsagerin, deshalb Fehler passieren und immerhin haben sie ja durch einen waghalsigen Fluchtversuch sogar versucht, ihre Leute zu retten. Ja, aber ich habe die Jungs in eine Zwickmühle getrieben. Theo ist draufgegangen, weil ich in einem Krankenhaus Schutz gesucht habe. Ich weiß nicht, ob man es mir momentan zutrauen würde, jemanden zu führen. Nein, Theo ist einfach gestorben, weil er Pech hatte, mehr nicht. Leichtsinnig weiß ich nicht, ich würde eher Pech sagen. Denn dass man da überhaupt überlebt hat, ist ja mehr oder weniger Glück. Ich meine, eine Granate und man ist ja wirklich weg vom Fenster, um es mal ein bisschen schroff zu formulieren. Danke. Es ist nett, dass Sie versuchen, mich aufzumuntern. Ich hoffe einfach, dass ich bald wieder die Ruinen kartografieren kann. Ich habe viele Kontaktpersonen, die wollen, dass ich damit fertig werde. Das wird schon. Ich kann helfen. Sie bleiben hier und ich zeichne eine Karte für Sie. Sie würden für mich einfach so Ihren Hals riskieren? Ja, warum eigentlich nicht? Ich denke, sie könnten Hilfe gebrauchen. Ne, Belohnung. Nee. Und Spaß haben wir auch nicht gemacht. Also ja, warum nicht? Gut. Das hätte ich nicht von Ihnen erwartet. Aber ich nehme Sie beim Wort. Und ich bestehe darauf, Sie zu bezahlen. Und keine Widerrede. Für jede Kartenmarkierung, die Sie im Ödland der Hauptstadt entdecken, werde ich Ihnen ein anständiges Sümmchen Kronkorken bezahlen. Sie müssen die Markierung nur finden und hierher zurückkehren. Dann lade ich alles von Ihrem Pitboy runter. Ja, abgemacht. Ich werde so viele finden, wie ich kann. Hier, nehmen Sie diesen Geomapper. Verlieren Sie ihn bitte nicht. Donovan hat ein Jahr gebraucht, um ihn zu entwickeln. Und ich habe nur ganz wenige. Ich kann die gesammelten Kartendaten automatisch von Ihrem Pitboy herunterladen. Wenn Sie zurückkommen, hole ich sie mir und bezahle Sie dafür. Das ist super. Bekomme ich... Hallo. Haben Sie was für mich? Vielleicht Geld? Ich habe ein paar kartografische Daten für Sie. Ausgezeichnet. Lassen Sie mich die Daten herunterladen und sie dann bezahlen. 1710 Kronkorken. Dankeschön, Riley. Hallo. Haben Sie was für mich? Ja, eine Frage. Was ist eigentlich mit der Talon Company? Was hat es mit diesen Kopfgeldjägern auf sich? Darf ich Ihnen einen Rat geben? Halten Sie sich von denen fern. Durch die bekommen die Söldner einen schlechten Ruf.
Sie haben keine Moral, kein Erbarmen und zögern nicht, einem schutzlosen Mann eine Kugel in den Kopf zu jagen, wenn das zum Job gehört. In letzter Zeit waren sie in den Ruinen der Hauptstadt ziemlich aktiv. Ich empfehle ihnen, dieses Gebiet zu meiden. Ja, die sind hier sehr aktiv und kämpfen sogar gegen die Supermutanten. Ja, gab es irgendwelche Zusammenstöße zwischen den Rangern und der Talon-Kompanie? Ja, wir sind uns schon mal begegnet. Glücklicherweise sind wir uns gegenseitig aus dem Weg gegangen. Brick hätte fast ein Blutbad angerichtet, als ihr einer von denen auf ihre Stiefel gespuckt hat. Aber ich konnte sie zurückhalten. Oh Mann, okay. Ja gut, dann war's das erstmal. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, sie finden, wonach sie suchen. Das hoffe ich auch. Wir sind überladen. Also, Kleidung. Wir benutzen die Ranger-Kampfrüstung. Reparieren diese mit der Talon-Kampfrüstung. Ich und Eugene haben sie vermisst. Ist das cool? Jetzt haben wir auch so eine Rüstung, wo Rileys Ranger draufsteht. Hallo, Ranger. Hallo. Hey, Sharon. Ja, was geht? Ein bisschen tauschen. Alles klar. Ja, ich hätte gerne von dir die ganzen Talon, oder eher gesagt, die Talon-Kampfrüstung. Wo ist er denn? Von Sharon natürlich. Die Talon-Kampfrüstung beenden. Let's go. And I shall follow. Dann mach das mal. Wir benutzen die Kampfrüstung und reparieren diese mit der Talon-Kampfrüstung und geben diese Sharon. Ja, was gibt's? Damit er keine Talon-Rüstung mehr anhat. Das ist ja ein bisschen blöd. Alles klar. So. Sonstiges, Hilfe, Kleidung, Kampfrüstung. Viel besser. Meine ist zwar viel persönlicher wegen dem ganzen Range-Abzeichen, aber trotzdem besser als die von der Talon-Kompanie. Gut, das war's aber dann auch schon hier mit den Rangern. Wir haben damit die große Aufgabe rund um Riley und das Geschehen im Hospital und Statements Hotel abgeschlossen. Das ging nochmal ganz problemlos, oder? Das haben wir gut hinbekommen. Mülltonne, nö. Okay. Was sagen denn eigentlich unsere Aufgaben? Galaxy News Radio. Mit Three Dog über Papa reden. Das können wir auch noch machen. Ödland Überlebenshandbuch, vielfältigte Mensch, Agathas Lied. Dafür müssten wir ins Vault-Tec Hauptquartier. Kommen wir da eigentlich von hier aus hin, frage ich mich. Scheinbar natürlich genau nicht, denn es befindet sich genau dort. Eventuell kommen wir aber durch die Tunnel dahin. Das wird lustig. Oh Mann, böse Granate. So, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie wir zum Vault-Tec Hauptquartier gelangen. Metallkiste leer, Metallkiste brauchen wir nicht. Lügen wie im Kongress. Also es darf nicht wahr sein, wie viele Fertigkeitsbücher ich finde. Darf ich mal bitte Doc Meat? Dankeschön. Also ich glaube, ich habe vorher kaum welche gefunden und jetzt werden die mir hier regelrecht zugeschmissen. Oh Mann, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Lügen wie im Kongress, Fallobst, Meierlöckkuchen, Nudeln, Nuka, Cola. Ein bisschen Heilung, aber besser als gar nichts. Sharon sollte aufhören, Granaten zu werfen. Wir greifen schnell zu unserem Lasergewehr. Damit schießt es sich unglaublich angenehm. So.
Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ameisenfleisch können wir auch bald mal essen. Hört sich brachial an, aber wir brauchen die Heilung. Okay, wir haben hier nur einen Weg. Sehr lustig. Ja, vor allen Dingen die Minen, die man nicht entschärfen kann, weil die irgendwie seltsam platziert sind. Druckplatte entschärfen. Wir haben hier aber scheinbar nur ein kleines Versteck. Eine Metallkiste, Vorkriegsgeld. Metallkiste. Metallkiste, unnötig. Durchschnittlich verschlossener Safe. Das sollten wir hinbekommen. Oder halt beim zweiten Versuch. So. Dankeschön, Dankeschön. Mac nimmt uns 10mm Munition, Kronkorken und Vorkriegsgeld. Das hat sich gelohnt. Kronkorken. Kronkorken. Ja, ist jetzt nicht der Weg zum Vault-Tec Hauptquartier, aber... Ich dachte schon. Aber wir haben einiges gefunden. Das hat sich definitiv gelohnt. Ein Meyerlurk-Jäger. Haben wir noch Splittergranaten? Natürlich. Komm schon, Sharon, das schaffst du. Sehr schön. Meyerlurk-Fleisch und Meyerlurk-Fleisch. Und hier steht die Metro unter Wasser. Ich würde aber sagen, wir werden erstmal mit Three Dog sprechen. Bevor wir jetzt weitermachen, wir haben jetzt erstmal die 7 mehr als genug erkundet. Wir waren jetzt wirklich hier lange genug in der Stadt unterwegs. Sehr, sehr viele Videos haben wir damit gefüllt. Wir haben auch einige, wenn nicht sogar unglaublich viele Orte entdeckt. Wahrscheinlich mehr, als ich im ganzen vorherigen Let's Play... Ich meine, guckt euch an, das ist unglaublich. Oh Mann, und das Ödland ist noch so gut wie leer geputzt. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall etwas mehr mit dem Ödland der Hauptstadt beschäftigen. Und zuallererst werden wir mal eine Waffe ausrüsten und neue Schnellwahltasten hinzufügen. Zum Beispiel Jagdflinte auf 1... Kampfflinte auf 2, Lasergewehr auf 3. So, das sieht doch gut aus. Wie viele Kronkorken haben wir eigentlich? 5730, das ist ordentlich. Und ich würde sagen, raus hier. Weltkarte, Daten und auf zum Galaxy News Radio. Wo ist es denn? Da, Plaza des GNR-Gebäudes. Das hört sich richtig an. Und es ist richtig. Dann würde ich sagen, hier vor dem guten... Die nehmen wir mal mit, die Power-Rüstung. Sharon? Sharon, würdest du die bitte für mich tragen, die gute Power-Rüstung? Ja, was geht? Gegenstände tauschen. Alles klar. PPP, Power, Power, Powerrüstung, Powerhelm. Schön, dass er den... Was darf's denn sein? Nee, wir nehmen den Helm ab, das sieht ja furchtbar aus. Das sieht ja furchtbar aus, Sharon. Zieh doch nicht den Helm an, meine Güte. So, da sehe ich ein chinesisches Sturmgewehr, warum das da rumliegt. Sturmgewehr können wir nicht miteinander reparieren, aber die Powerhelme und das Xualong Sturmgewehr mit dem chinesischen Sturmgewehr. Sharon, komm mal bitte. Schön, dass ich hier so unsauber geplündert habe. Was darf's denn sein? Ich möchte gerne handeln.
Aber handeln. Alles klar. Tauschen natürlich. Power-Rüstung. So. Dieser Ort gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Alles klar. Power-Rüstung, Power-Rüstung, Power-Rüstung. So. Schon viel besser. Schön, dass ich hier so schlecht geplündert habe. Aber okay, wie gesagt, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Für mich gibt es jetzt übrigens wirklich erstmal eine kleine Pause von Fallout 3. Hatten wir bereits, aber für euch geht es sehr, sehr wahrscheinlich wie immer weiter mit Videos. Nur für mich gibt es jetzt erstmal eine kleine Pause, da ich mich jetzt erst einem anderen Spiel widmen werde. Denn ich habe jetzt wirklich sehr, sehr lange mich komplett auf Fallout 3 beschränkt. Es macht auch unglaublich viel Spaß, aber irgendwann muss man halt auch mal eine Pause einlegen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter auf der Suche nach unserem Vater mit 3Dog und dem Galaxy News Radio. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben hier auch mittlerweile eine stolze Spielzeit von 19 Stunden erreicht. Das ist super und ich freue mich auf weitere Stunden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.